Ja, drüber gesprochen haben. Da werde ich jetzt in Zukunft aber öfters noch zurückkommen. Hello. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich glaube, wir hatten das auch, wir haben uns gestern nur einmal gesehen, wir hatten das Vergnügen und ich bin Robert Davis. Freut mich. Ui, ich habe sie gestern nur gesehen, wie sie freudig aus einem Wagen rausgesprungen sind, von dem sie entführt wurden. Und ich habe mich gefragt, wie das passieren kann. Aber ui, es scheint ein netter Entführer gewesen zu sein. Ja, tatsächlich. Das, er hat, wie sagte er, er hat Langeweile und Geld verdienen miteinander verbunden. Dementsprechend war sein Interesse jetzt nicht daran, mir irgendwie zu schaden, sondern einfach nur die Zeit totzuschlagen und dabei am besten noch Geld zu verdienen, in dem Fall irgendwie mit Haben mir. Haben Sie ihm vorgeschlagen, arbeiten zu gehen in dem Fall? Ja, ich habe ihm viel vorgeschlagen, nicht. Aber er wollte nicht. Er sagt, das macht keinen Spaß. Ich bin froh, dass Sie wohlauf sind. Dankeschön. Für Sie auch zur Info, ich bin der Herr Wolf, Oliver Wolf. Freut mich, Mr. Herr Wolf, Emilia Leroux. Perfekt. Dienstnummer 89. Ja, wenn irgendwelche Fragen sind, ich bin seit 3 Jahren jetzt schon hier. Sagen Sie Bescheid. Bei mir ist das ist ein Echo. Ui, das mache ich. Vielen Dank für dein Angebot. Ja. Dann haben Sie schon einen Streifenkollegen? Geplant, glaube ich, der Herr Preacher. Zumindest stand es gestern im Raum. Brauchen Sie Verstärkung? Möchten Sie mir Verstärkung anbieten? Brauchen tue ich sie nicht, aber wenn Sie mitkommen wollen, dann sage ich nicht Und nein. So wird man gekorbt. Aber es war liebevoll gekorbt, oder? Irgendwie nicht. Ich komme wieder und irgendwer wurde gekorbt. Ich wurde gekorbt. Habe ich gar nicht. Sehr. Gar nicht. Ich habe gesagt, wenn Sie mitkommen wollen, dann dürfen Sie das. No, schon okay. Gut, aber wollen wir. Ui. Dann einen ruhigen... Nee, das sagt man nicht. Warum? Einen angenehmen Dienst. Genau, einen das R-Wort sagen wir nicht. Das R-Wort dürfen wir nicht. Ich mache das jedes Mal. Ja, dann sind Sie schuld. Da ist noch nie was passiert. Sie sind Monsieur Schwarzberg. Genau, Dienstnummer 23. 23. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Emilia Leroux, 85. Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Leroux. Die Freude ist ganz meinerseits. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ui, das war perfekt. Sehr gut. Es wurde vor, ich weiß gar nicht, hatten Sie das nicht gesagt, dass eventuell Gelb und Lila aneinander knatschen? Genau, sollen wir bei Gelb und Lila einfach mal vorbeifahren und nur gucken, wieso das die Stimmung ist? Ich glaube, gestern haben die sich auch gegenseitig die Autos geklaut. Genau. Das hatten Sie gesagt, das hatte ich gehört. Ja. Monsieur Schwarzberg. Ja, bitte. Was haben Sie vor der Polizei gemacht? Da bin ich tatsächlich erst aus der Schule gekommen. Hab mich so ein bisschen mit Nebenjobs im Einzelhandel so über den Damm gehalten, bis es dann halt zur Polizei gekommen ist. Ne? Selbstfindungsphase. Quasi, genau. Und wie lange jetzt bei der Polizei? Bei der Polizei bin ich jetzt, also hier bei der Polizei bin ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt seit einem knappen Monat. Und ich war davor in Tanaura stationiert, bei einem Polizeidepartment. Da war ich auch ein Jahr, glaube ich, oder so knapp. Davon habe ich schon gehört. Ruhig auf beiden Seiten. Rumlaufen. Oh ja, aber insgesamt wirkt es sehr ruhig. Ja. Aber bei denen sind schon mal mehr Autos da als bei den Gelben. Bei den Gelben standen kaum Autos, ja. Vielleicht wurden die geknackt und verteilt. Ich wollte gerade sagen, also das würde mich halt auch nicht wundern, ne? Ehrlicherweise. Die sind Pounder immer bemerkenswert, wenn ich ihn sehe. Vor allen Dingen diese Aufschrift, die hat mich gerade ein bisschen verwundert. Ja, der Mann ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn er drauf ist. Wurde Ihnen schon was über die Person Ryan B. Summer erzählt? Auch Butters genannt. Noch nie gehört, tatsächlich. Mir sagt das, glaube ich, auch nichts. Ist eine Person, ich sag mal, wir kriegen sie glücklicherweise nicht so oft zu Gesicht. Eine sehr ego-belastete Person. mit der bin ich in der Vergangenheit sehr aneinander geraten. Deswegen wurde auch eventuell schon das BD einmal angegriffen und so. Bitte? Ja. Wegen was sind sie aneinander? Oh, mon Dieu. Ich erinnere mich, das ist das mit den vielen Diamanten. Da gibt es nochmal irgendwo in der Stadt ein Gebäude. Das wurde mir gesagt, genau. Hat irgendwas mit dem Casino zu tun. Genau. Ich sag mal, der hat viel Geld, denkt, er kann sich alles rausnehmen und dass er über der Staatsgewalt und allem steht. Und gab damals eine Situation, wo eine Person als vermisst gemeldet wurde, höchstwahrscheinlich entführt wurde. Die Person wurde bei ihm auf dem Grundstück geortet. Wir sind da entsprechend angerückt. Ich als Rangshöchster war dort dann die Leitung.
sind halt an das Gelände herangetreten. Da war schon ein Pförtner von ihm da, der dann gesagt hat, ja, kommen Sie doch rein, überzeugen Sie sich, dass hier alles gut ist. Und zum Schluss wurde das so ausgelegt, dass angeblich wir das Gelände gestürmt hätten, mit Langwaffen und allem drum und dran, und ihn nicht respektvoll behandelt haben. Daraufhin gab es ein Gespräch zwischen dem FIB, mit meiner Wenigkeit dabei, weil ich halt die Einsatzleitung war, um, ich sag mal, die Wogen zu glätten. Ui. Das ist auch soweit passiert, jedoch hat sich der Herr Vater Summer, wie man ihn auch nennt, extrem herablassend behandelt, und seine Handlanger kamen dann halt bei mir mit Aussagen, dadurch, dass ja mein Nachname Wolf ist, mit Köter und Ex-Köter. Bitte? Das habe ich mir halt nicht gefallen lassen. Verständlicherweise. Hab halt ihm dann klipp und klar gesagt, dass wir, wenn dann auf Augenhöhe miteinander reden können, respektvoll gegenübereinander. Ich bin ja hier da, um die Situation zu klären. Und das hat er halt nicht für nötig erhalten, hat gesagt, wer ich meine, wer ich bin. Und hat er halt einen raueren Ton angeschlagen. Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, dann ist für mich das Gespräch beendet, habe mich umgedreht und wollte sein Grundstück verlassen. Dann kam es dazu, dass er mich getasert hat. Und vor den Augen der FIB-Kollegin. Genau. Und daraufhin ist es dann so gewesen, dass ich erstmal nichts gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass die FIBler auch nichts gemacht haben und ich gegen die anderen 6 Mal, die da noch standen, hätten da nicht viel ausrichten können. Darf ich fragen, wie viele FIB-Kollegen vor Ort waren? 3 oder 4 dürften es gewesen sein. Die sind aber alle nicht mehr im aktiven Dienst. Waren sie es zu dem Zeitpunkt? Die waren da ja zu dem Zeitpunkt. Die haben ja mich nach dem Haben Sie verbal gefallen. Versucht, die Situation in den Griff zu bekommen? Nein. Dann verstehe ich, warum die gefeuert wurden. Erzählen Sie weiter. Es ist dann halt dazu gekommen, dass er, so ist der Verdacht, das wurde bis heute mir nicht bestätigt, Söldner engagiert hat, die das PD dann geradet haben. Aber und, sie haben gar nichts, er hat sie beleidigt. Genau. Sie wollten aufgrund dieser Beleidigung und keinem Rückhalt der Kollegen gehen. Genau. Daraufhin wurden sie getasert. Ihnen wurde weiterhin nicht geholfen. Ja. Sie haben daraufhin zu Recht eine Beschwerde eingelegt. Ja. Dann war das FIB sauer auf sie. Ja. Und dann hat dieser Butters das vermeintlich, wahrscheinlich das PD reden lassen. Genau. Mon Dieu. Das klingt nach einem großen Ego-Problem. Das sind meine Freunde. Der Butters und so. No, wirklich? Ja. Oh, jetzt bin ich versucht zu fragen, ob welche Aussicht sie gerade genießen. Wir können da kurz halten. Sind Sie Reminder, sicher? Wir sind normal von machen nichts Schlimmes. In der Öffentlichkeit. 27 von 17. Bonjour. Schönen guten Tag zusammen. Hola. Emily Leroux, mein Name. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich dachte, ich frage einfach mal, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist, weil Sie bei so trübseligem Wetter an einer trübseligen Brücke über einer trübseligen Bahn stehen und die Aussicht genießen. Ja, das freut mich, Sie kennen. Sie sind neu bei der Polizei, oder was? Oi. Rekrutin? No. Sondern? Etwas höherrangig. Etwas höherrangig. Und wer bist du? Wolf ist mein Name, Herr Butters. Wer? Wolf. Ach, Wolf! Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich ja, Sie zu sehen, Herr Wolf. Ja, mich Officer auch. Wuffy, ja? Ja, wir haben gedacht, also ich meine, das Leben ist ein bisschen trübselig. Ne? Da haben wir gedacht, stellen wir uns mal hier auf die Brücke und denken einmal über das Leben nach. Also meine letzten Worte, bevor Sie eingetroffen sind, waren, Valeska, wenn du dein Leben noch einmal leben würdest, würdest du alles nochmal genauso machen. Was war seine Antwort? Ja, die habe ich leider noch nicht. Dann sind Sie angekommen. Mich würde die Antwort tatsächlich interessieren. Würden Sie den Kollegen wieder umbringen oder würden Sie anders reagieren? Welchen Kollegen? Ihren ehemaligen Mitarbeiter, der Chef des Casinos? Was? Ich bin der Chef des Casinos. Oh, dann werden Sie aber im Staat als solcher nicht gesehen. Da wurden mir andere Informationen zugetragen. Ach, Serin von Hillblum.
Hoi, ja? Der Name kommt mir bekannt vor. Hilbe, oh Gott. Und wie kommen Sie denn drauf, dass ich ihn umgebracht hätte? Ich habe mich nur zur Wehr gesetzt. Ist er gestorben? Mich geschossen hat. Ja, der ist ja. Gestorben. Dann ist er umgebracht worden. Auf was für eine Genugtuung. Ja, was Auslegungssache, würde ich mal sagen. Ja, nee, also ich meine, manche. Also ich meine, Leute kommen, Leute gehen. Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist halt ungünstig gelaufen. Ne? Ich meine, in so einem Schussgefecht gibt es halt immer Verletzte. Ne? Und ist nicht ein bisschen traurig, dass Ihr Mitarbeiter nicht mehr unter Ihnen weint? Nee, gar nicht tatsächlich. Das war ein richtiger Wichser. Das, also, das ist war so, tatsächlich auch lange kein Mitarbeiter mehr. Der war super lange kein Mitarbeiter. Schon eine oder zwei Jahre nicht mehr, glaube ich. Wir werden alle Kollegen als Schutzschild weiterhin verwenden und werden uns jetzt hier raus. Also, darf ich fragen, auf was Sie hier auf dieser Brücke bei diesem Wetter warten? Ja. Gar nichts. Wie gesagt, wir unterhalten uns und wir denken über das Leben nach. Also, und ja, ob wir alles nochmal genauso machen würden. Dann bitte einmal. Das heißt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich dachte, ich frage mal nach, ob Sie einen Banner haben, man Ihnen Hilfe holen könnte. Das kommt drauf an. Kennen Sie Saru? Ja, zur Information für die Einsatzzeitung. Wer oder was ist denn Saru? Mit menschlichem Schutzschild, wenn Sie mir von da was zu essen holen könnten, wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Lassen Sie mich ganz kurz überlegen, bevor ich Nein sage. Ten-4-Frage an die Federal bzw. Aber wenn wir Ihnen sonst nicht weiterhelfen können, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Was ist mit Ihnen, Herr Wolf? Sie sind doch sonst nutzlos. Können Sie was zu essen mitbringen? Nein, tut mir leid. Überlegt, müssen wir erst sehen, wie viele das sind. Verdammt. Okay. Haben Sie jemanden, der Ihnen Essen holt, dass Sie uns als nutzlos bezeichnen müsste? Nee, das ist nee. Also Sie habe ich da nicht gemeint. Ich meine, tun Sie was Gutes. Sie führen gerade Wolfgassi. Ihr rückt jetzt vor, komm. Ihr Streifenpartner ist nämlich der angesehenste Polizist, mit dem Sie aufladen. Nur ich merke, dass mein Streifenpartner sehr viel Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat. Das beeindruckt mich wiederum. Das muss ein sehr guter Kollege sein, der mir zugeteilt wurde. Und das freut mich. Ja, entweder auf dem PD-Dach, auf der Brücke. Michi Wolf, ich denke, die Kollegin hier oder die Herren hier kommen zurecht und wir machen uns weiter auf den Weg. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Ebenso. Ebenso. Also, wir werden nicht mehr auf Kollegen ziehen, sobald sie alle in den Fahrzeugen sind fahren. Vorher werden die keine Waffe runter. Mit Waffen ins PD reingestürmt? Nein. Wirklich? Das heißt, wir haben theoretisch einen. Habe ich Ihnen zu wenig versprochen? Nur, ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Seien Sie mir nicht böse, ich hätte gerne mehr gesagt als ein Schnauze. Das Problem ist, dass ich nicht einschätzen kann, wie aggressiv die reagieren. Aber ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Perfekt, dann rufe ich den jetzt nochmal an. Hat er Herr Garcia angerufen, oder was? Hoi. Was? Einen wundervollen. Frau Lorenz. Fast. Ich habe gehört, Sie haben bei Monsieur Garcia versucht, Informationen über mich einzuholen. Sie hätten mich einfach auch direkt fragen können, als ich vor Ihnen stand. Ich wollte einfach nur... Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Vor allem, wenn die Leute mit Officer Wuffy unterwegs sind. Was ist Ihr Problem? Mit Officer Wuffy? Oui. Oftmals dicke Fresse. Oder ist es die nicht vorhandene Unterwürfigkeit? Als er zitternd in meinem Pool gelegen hat, war es eigentlich recht unterwürfig. Der Na, ich dachte, wenn man so viel Geld verdient, kann man sich eine Heizung für einen Pooler leisten. Eine Heizung? Oui, dann müssten die Leute nicht zittern. Na, der ist heiz tatsächlich. Das lag nicht daran. Ich verstehe. Monsieur Butters. Aber wie kann ich weiterhelfen? Sehr zu meiner Freude, wie ich feststelle, habe ich einen Fall, bei dem ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren würde. Weil gerade ein paar Leute in Ihr Präsidium reingelaufen. No. Da habe ich nichts mit zu tun. Das habe ich mir gedacht, dass Sie nichts mit dem Typ... Also, ich habe gesehen, dass Sie... Wait, das kann ich verstehen. Ich habe auch gehört, Sie sind ein absoluter Wohltäter. Sie kümmern sich um die Menschen. Sie geben Neuankömmlingen ein Zuhause. Und da habe ich festgestellt, beziehungsweise wurde ich gestern zu einem Einsatz gerufen. Dort wurden Körperteile gefunden. Ein ganzer Mensch, quasi. Sowas habe ich gehört. Und jetzt habe ich natürlich die Angst, dass jemand Ihnen etwas Böses möchte. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen sprechen, ob Ihnen etwas aufgefallen ist, wer Ihnen etwas Böses könnte. Denn sind wir mal ehrlich, ein Mann in Ihrer Machtposition, der hat sicherlich viele Feinde. Lassen Sie mich kurz nachdenken, dauert manchmal ein bisschen. Das habe ich mir bei Ihnen schon gedacht, gar kein Problem. Sie sind ganz schön frech dafür, dass Sie neu sind. Ich habe Ihnen gerade Recht gegeben und Sie bestätigt. Normalerweise mögen Männer sowas. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Lassen Sie uns unterhalten. Wann würde es Ihnen passen? Na jetzt. Oh, ich bin zu müde für eine Unterhaltung mit Ihnen jetzt. Mein Tag war anstrengend. Wie sieht es Mittwoch bei Ihnen aus? Kann ich nicht versprechen. So beschäftigt?
zu beschäftigt, um für die Sicherheit ihrer Schützlinge zu sorgen? Monsieur Butters, das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Ich dachte, die Menschen sind Ihnen wichtig. Ja, das Ding ist, für die Sicherheit meiner Schützlinge zu sorgen, brauche ich halt die Polizei nicht. Wie sind denn dann Leichenteile in den Mülleimern bei Ihren Schützlingen gelandet? Das wollen Sie rausfinden, deswegen rufen Sie an. Oh, richtig, weil Ihre Leute das nicht rausgefunden haben und das nicht unterbinden konnten. Denken Sie. Weiß ich, sonst wären die Leichenteile da nicht gelegen. Oder aber, Ihre Leute hätten was damit zu tun. Und das wollen Sie nicht andeuten, Monsieur Butters. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht habe ich denjenigen schon gefunden, der die Leichenteile da hingelegt hat. Oder vielleicht weiß ich schon längst, wer es ist. Aber dann wären Sie ein guter Bürger und hätten das gemeldet. Aber vielleicht haben Sie eher was anzubieten, wenn ich Ihnen erzähle, wer die Leichenteile da positioniert hat. Was hätten Sie denn gerne? Sie haben mir aber vielleicht was mir gehört. Und vielleicht hätte ich das ganz gerne. Eventuell kommen wir da ins Geschäft. Das wäre? Das erzähle ich Ihnen dann, wenn wir uns treffen. Mittwoch, die restlichen Tage bin ich ausgebucht. Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Das tut mir leid. Nicht da sein. Schade. Schönen Abend. Ihnen auch. Au revoir. Pisser. Und? Non, netter Kerl. Ich mag ihn jetzt schon.